Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Race WTCC 2016 an diesem Motorsports Weekend. Wir fahren auf der Nordschleife, auf der Nürburgring Nordschleife, die fünfte von elf Saisonstationen. Vor ein paar Wochen, als wir die WTCC 2015 hier fuhren, hatten wir hier ein bisschen Pech. Wir werden sehen, wie es diese Saison läuft. Aber wir schauen jetzt erstmal noch auf den Gesamtwertungsstand. Da führen wir mit 150 vor 126 Punkte von Thiago Monteiro, 101 Punkte von José María López und 78 Punkte Ivan Muller. Tom Chilton rundet die Top 5 ab. In der Teamwertung sind wir aktuell Dritter, nur noch 10 Punkte hinter Citroën, auch wenn das natürlich ein bisschen utopischer Gegner ist. Wir fahren eher gegen Sebastian Loeb Racing, die haben momentan guten Schach. Und in der Herstellerwertung sind wir auf einem soliden dritten Platz. Mehr geht nicht mit der Anzahl der Autos und der Qualität der Teamkollegen. Beziehungsweise der Qualität des Autos auch aus der Saison 2016. Aber viel weniger wie Platz 3, also uns den Lada geschlagen geben will ich auch nicht. So, genug gequatscht. Tabelle geht weg und wir springen in die Qualifikation. Wir fahren den kombinierten Kurs aus kompletten Grand Prix-Kurs und singt mir das mal bitte jemand vor, und der Nordschleife, also die 24-Stunden-Variante und nicht wie sonst bei der VLN üblich die Kurzanbindung der des Nürburgring Grand Prix-Strecke oder gar nur die Nordschleife selbst. So, nun beginnt die erste gezeitete Runde. Gespannt, welcher Position ich mich qualifizieren kann. Denn eigentlich habe ich ja nur diesen einen Anlauf. In diesem und im, also in den jeweiligen Qualifyings. Ein Gang zu niedrig.
nein, 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 nein. Ach, scheiße. Und jetzt können wir es schon vergessen. Jetzt fahren wir hinter den meisten unsere schnelle Runde. So dramatisch. Jetzt fahren wir halt mal ein bisschen außen. Ne? Um ein bisschen den Überblick zu behalten. Ist ein Schub gerade verboten, was wir jetzt hier machen. Aber die, da im Moment ich und hier eh keiner kommen kann, wir wollen eine gezeitete Runde starten. Jetzt haben wir den Grand Prix-Kurs gleich hinter uns. Da haben wir jetzt schon mal besser bekommen. Und man hört's.
während des 24-Stunden-Rennens um die Nordschleife herum eine riesige Dauerparty in den Zuschauerzonen. Kostet natürlich Zeit ohne Ende. Das passiert mir an dieser Stelle dauernd. Weil ich einfach ins Rutschen komme. Bin ich doch ein bisschen froh, dass wir das da jetzt schon hinter uns haben. Nein! Oh, und Rundenzeit gecancelt. Oh. Jetzt will ich einfach nur wissen, wo ich mich eingeordnet hätte. Wir akzeptieren den letzten Startplatz. Thank you.
ein und der Dreher um 180 Grad. In dem Fall um 360. Ich glaube, man kann schon ahnen, dass wir eine 9.5 von Sabine Schmitz wahrscheinlich nicht mehr schlagen können. Die Zeit wird eh nicht gewertet, aber egal. Den wollte ich mich eigentlich nicht. Also ohne die beiden Halbdreher wäre ich wahrscheinlich doch irgendwo um Position 10 rum. Schade, Chance vertan. Müssen wir dann sehen, was wir im zweiten Rennen draus machen können. Jetzt fahren wir erstmal Rennen Nummer 1. So, Norbert Michelic vor Tom Chilton, Benani vor Lopez, dann Haft, Takini, Montiero, Katzberg, Vallant, Coronel, Ivan Muller, Frederik Ekblom, nein, Jet Berg. Doch, Frederik Ekblom, dann Demustier, Ted Björk, Vicha Filippi, Münich, Nagy, Schmitz, Thompson und dann wir. Das ist das erste Rennen, das wir von ganz hinten starten. Mal gucken, ob wir diesmal in die Punkte kommen. Wir verfolgen jetzt James Thompson. Nein, 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 nicht den, nicht ausbrechen nach links. Vier Plätze schon mal gut gemacht. Entschuldigung, aber noch können wir neu starten. Hey, ich hab das irgendwo. Wir starten ihn nochmal neu. Muss jetzt ran. Ach. So folgen wir James Thompson. Wieder und Sabine Schmitz. Och, diese scheiß Penalty, die da kommt. Krieg ich die Krise noch einmal. Wenn wir innen an Sabine Schmitz vorbeiziehen wollten.
sind wir schon 15. Gorini Münch. Und hinter unserem Teamkollegen Eckblom. Links.
Und ich bin leider schwer verunglückt worden. Jetzt in etwa unterwegs Richtung Karussell, das ist das nächste, was ich tun kann. Ja. Und ich bin von der vernünftig angefunden. Und wie hier abdriften aufs Gras. Zurück auf die Piste, du Scheißkache. Zurück von der Piste 15. Das geht natürlich, da hatte ich doch einen Qualifier, keine Probleme mit. Ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich bin hier auf, also mit den Frontflügeln ohne Fahrhilfen auf der Nordschleife, zumindest mit dieser Fahrengine, mit dieser Gegnerstärke unterlegen. Ich muss jetzt ehrlich auch mal zugeben, bin ich nicht gut genug. Mir fehlt auch hier einfach die Rückmeldung. Ich habe kein Gefühl in der Lenkung. Was das Fahrzeug macht. Ich sehe es deswegen immer erst, wenn die Auswirkungen recht groß sind und dann ist es zu spät zu reagieren. Kann ich sogar einlenken und langsam machen. Jetzt sind wir auch richtig böse Blocken. Ich muss jetzt über den Geigenkopf die Antwort auf die Doppelgänger Höhe dazu bekommen. Ich würde sagen, die Punkte sind uneinholbar weit voraus. Letzte. Klasse Nummer. Mit dem Pikus hätten wir eine Chance gehabt.
vorstellen. So, und das war's. Der Motor ist im Arsch. Puh, ja, ich würde sagen, das war das Rennen für den Club Midi Benani von Michelic, Schürten, Montero, Kach, Tacchini, Lopez, Ballant, Ivan Muller, Niki Katzberg. Dann Ricord de Mostier, dann Bernd Schwitscher, Frederik Kuhn, Tom Kuhn, René Münich, Pat Björk, Philippi, Nagy, Thompson, Schmitz und wir sind raus. Norbert Micielic hat am Ende gewonnen vor Benani, Tacchini etc. pp. Damit haben wir zwar, führen wir zwar immer noch die Gesamtwertung an, aber naja. War jetzt nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft hatten. Wir haben aber dafür später noch eine Rennen Nummer 2. Wir sehen uns dann. Macht's gut, bis dahin.